bleibt nur eine Prüfung. Ich bin schon bereit. Nein. Du hast einen Greis und einen Verstoßenen besiegt. Du musst dich einem wahren Jedi-Meister stellen. Wem? Meisterin Shaak-Ti, eine der letzten vom Rat der Jedi. Du brauchst alle Kraft der dunklen Seite, um sie zu besiegen. Ja, mein Meister. Attentäter. Hat Vader uns gefunden? Vielleicht. Maris, hol deine Sachen und verstecke dich, wie wir es geübt haben. Kehre nicht zurück, bis ich dich rufe. Aber Meisterin, ich habe darauf gewartet. Lasst mich kämpfen! Nein, ich führe den Attentäter allein in die Ahnenschlucht. Du kannst nicht gegen einen Sith kämpfen. Es wäre dein Ende, Maris. Wir gehören zu den letzten Jedi. Durch uns überlebt der Orden. Ich lasse nicht zu, dass die Sith dich fangen oder vernichten. Maris, bitte, geh zum Friedhof und warte auf meinen Ruf. Nein, sie wurde nicht verdorben. Noch nicht. Sie hat nur Angst. Möge die Macht mit dir sein, Maris Brood. Ich verfolge euch. Direkt vor euch müsste ein hohler Pilzturm liegen. Durch den müsst ihr durch. So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf dem Planeten Felucia und wir müssen hier die Meisterin Shaak-Ti finden und sie ebenfalls eliminieren. Ja, Felucia. Das ist, soweit ich weiß, ein sehr, sehr giftiges Planet und eignet sich auch nicht sehr gut für lange Lebenszeiten. Ja, und hier leben auch die Felucianer und die sind auch gerade nicht sehr freundlich zu uns gesinnt. Das heißt, wir müssen uns auch um die jetzt uns kümmern. Die Felucianer sind organisierter und mächtiger, als die imperialen Aufzeichnungen vermuten lassen. Dahinter steckt ein Jedi. Bestimmt hat Shaak-Ti diese Felucianer ausgebildet. Ja, wegen Meisterin Shaak-Ti gab es hier auch einen kleinen Konfus, denn im dritten Teil, in der dritten Episode, die Rache des Sith, gab es eine rausgeschnittene Szene, wo General Grievous Meisterin Shaak-Ti dann tötete. Diese Szene wurde aber dann später rausgeschnitten, weil die irgendwie nicht in die Handlung gut passte. Und ja, wegen dieser rausgeschnittenen Szene hat man dann später auch dann sich dazu entschieden, Shaak-Ti in dieses Spiel dann zu integrieren. Und ja, manche finden das gut, manche finden es schlecht. Also, als ich damals die dritte Episode angeschaut habe, wusste ich natürlich nichts von dieser rausgeschnittenen Szene. Als ich aber dann von dieser Szene dann erfahren habe, haben da gerade die Augen geleuchtet. Donnerwetter. Das ist richtig gruselig. Ja, da war ich auf jeden Fall überrascht, dass es dort eine rausgeschnittene Szene gab und ja. War auf jeden Fall eine Überraschung, das zu sehen. Okay, hier gibt es sehr viele Jedi-Holocrons. Kämpfe dich durch den Pilzaufgang durch. Okay, das wird nicht sehr einfach, aber ich tue mein Bestes. Okay, die sind im Kampf besser ausgebildet, als ich es mir gedacht habe. Shaak-Ti hat sich auf jeden Fall hier richtig gut vorbereitet. Diese Blumen, die ich hier die ganze Zeit hier anvisiere, diese Blumen sind nicht einfach nur irgendwelche Blumen, sondern das sind explodierende Pflanzen sozusagen. Und die kann man richtig gut hier gegen die Gegner anwenden.
Die richten zwar nicht so einen großen Schaden an, aber hey, immerhin. Aber ja, was ich davor über Felucia erzählt habe, ja, also soweit ich weiß, laut der Star Wars Enzyklopädie, zählt Felucia zu den giftigsten Planeten überhaupt. Und hier gibt es sehr viele giftige Pflanzen, sehr viele giftige Orte, unter anderem auch gefährliche. Und ja, wie gesagt, die Lebenserwartung ist auf diesem Planeten jetzt nicht so besonders gut. Also hier würde ich auf jeden Fall keinem empfehlen, hier zu wohnen, vor allem mit den giftigen Pflanzen überall. Und man weiß ja nicht, welche Pflanzen man hier essen darf und welche nicht. Oh, was haben wir hier? Felucianische Nacktschnecke. Die hat uns aber nichts angetan, aber ich habe sie trotzdem umgebracht, weil ich wollte wissen, wer das ist. Okay. Hier ist Gas oder sowas ähnliches. Ja, dieser Ort ist sehr gefährlich. Da ist ein Sith-Holocron. Mal schauen. Schaden gesteigert. Das ist gut. So, der erste Jedi-Holocron. 10.000 Machtpunkte. Ist gut. Gegen die Felucianer empfehle ich euch auf jeden Fall diesen Sith-Sprint. Weil damit kann man besonders richtig viel Schaden austeilen. Andernfalls werden die richtig oft versuchen, eure Lichtschwertangriffe zu parieren und das kann auf Dauer auch ein bisschen lange dauern. Also wie gesagt, nutzt auf jeden Fall den Sprint, Sith-Sprint und dann könnt ihr sehr schnell die Felucianischen Krieger dann eliminieren. Ja, toll. Jetzt muss ich wieder nach oben laufen. Ich möchte auf jeden Fall hier alle Holocrons einsammeln. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier einige richtig gut versteckt sind. Man kann sie richtig leicht hier verpassen. Ach, ich habe auch noch im ersten Part vergessen zu erwähnen, dieses Spiel hat auch für PlayStation 3 und Xbox 360 auch Trophäen. Also wer Lust hat, dort die Trophäen einzusammeln, kann es gerne machen. Ich muss mich aber jedoch warnen, um die komplette Platin-Trophäe zu bekommen, müsst ihr euch auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass ihr auch die DLCs haben müsst. Also es gibt drei DLCs, also wer Ultimate Sith Edition für PlayStation 3 oder Xbox 360 hat, der muss sich da keine Angst haben, weil der kann schon im Null dort die Platin-Trophäe spielen. Vertraut mir, ist es nicht so schwer. Aber wer das als Standardversion hat, der muss auf jeden Fall damit rechnen, dass er die DLCs kaufen muss. Es gibt drei DLCs, soweit ich weiß, einmal auf Hoth, dann auf Tatooine und wer ist das Ding? Jedi-Tempel auf Coruscant. So, da oben gab es einen Jedi-Holocron. Ich hoffe, ich falle jetzt gleich nicht nach unten. Instabiler roter Lichtschwertkristall. Okay. Ich hoffe, ich habe allein gesammelt.
den Anführer jeder Gruppe ausmacht und erledigt, könnt ihr vielleicht den Rest demoralisieren. Die haben hier also Anführer. Begib dich zur Anschlucht. Oh, da ruft sogar Verstärkung. Alles klar, da muss ich mich um diese Penner hier ganz schnell kümmern. Tausend Machtpunkte. Was war das denn jetzt gerade? So, du musst mal auch hier mal leiden. Oh, dieser Planet ist so eklig, meine Güte. So, Stufe aufgestiegen. Ich kann mich richtig gut daran erinnern, dass hier ein Jedi-Holocron in irgendeinem Objekt hier versteckt wurde. Hier nicht. Also er muss auf jeden Fall in irgendeinem von diesen Zähnen, nenne ich das jetzt mal, versteckt sein. Ist wieder der Anführer. Unbegrenzte Energie. Jawohl, jetzt kann der Spaß richtig anfangen. Jetzt geht's los. Unbegrenzte Energie ist genau das, was ich haben wollte. Ich habe mich schon auch gefragt, wann ich das endlich bekomme. Ich habe das zwar auch im ersten Part bekommen, aber ich würde gerne das richtig oft haben. Weil es kann mir richtig gut helfen. Sogar spezielle Schutzschilde oder irgend sowas. Ah, hier ist er doch. Seht ihr, man kann ihn hier richtig leicht verpassen. 10.000 Machtpunkte. Spawnen die hier etwa unendlich oder was? Eklig. Also ich würde auf jeden Fall auf so einem Planeten besser nicht wohnen. So, ich möchte mal was kurz bei Lichtschwert mal was machen. So, stabiler. Lichtschwertangriffe können mehr elektrischen Schaden bewirken. Hört sich gut an, aber ist nicht mein Ding. So. Ja, dieser Lichtschwertkristall sieht auch richtig cool aus. Ja, philosianische Schnecke. Okay, wir haben einmal Nacktschnecken und dann normale Schnecken. Ja, aber Philusha hat weitaus mehr Kreaturen als nur diese Schnecken. Wow.
Sag mal, ist das die Klonrüstung? Ist diese, glaube ich, Phase 2, Phase 3 Rüstung der Klone? Ja. Ja, das ist sie. Ich kann das sogar an dem Helm erkennen. Hier waren Klone. Master, den Aufzeichnungen zufolge nähern sie sich dem Schauplatz eines gewaltigen Gefechts während der Klonkriege. Ah, verstehe. Das erklärt doch, warum hier überall Einzelteile von den Klonen hier rumliegen. Ja, Felucia war damals auch ein Gefechtsplanet von während den Klonkriegen. Da haben die Felucianer auch den Klonen richtig gut geholfen, die Separatisten zu besiegen. Ja, aber dann, als Order 66 kam, wurde dann Aayla Secura dort getötet. Rancor. Ja, genau die haben ja auch noch gerade gefehlt. Ach ja, die Klone. Falls einige mich dann fragen möchten, wer tut dir am meisten leid? Die Sturmtruppen oder die Klonkrieger? Mir tun die Klonkrieger am meisten leid, weil... Dreieck, perfekt. Weil, wenn man die Geschichte dann später erfährt, was mit denen dann nach den Klonkriegen passiert ist, ja, dann kann man nichts anderes machen, außer Mitleid für die zu haben. Weil die wurden dann wie Dreck dann weggeworfen und durch die... Ja, durch die bekannten Sturmtruppen dann ersetzt, weil das Imperium wollte keine Klontruppen verwenden, weil es gab da einmal einen Konflikt auf Kamino, wo die Kaminoaner sich gegen das Imperium widersetzt haben. Die Sturmtruppen, beziehungsweise das Imperium hat natürlich da gegen die Kaminoaner ein blutiges Gefecht gehabt und sie waren auch erfolgreich und konnten somit auch Kamino unter ihre Kontrolle bringen. Aber der Imperator hat dann erkannt, dass die Klontruppen auch ein gewisses Risiko für das Imperium haben und darum hat er sich auch dann später dazu entschieden, keine Klone als Sturmtruppen bei den Sturmtruppen zu benutzen, sondern einfach nur die normale Bevölkerung von den besetzten Planeten des Imperiums. Es gab auch immer noch die restlichen Klonkrieger, die sich dann später dem Imperium angeschlossen haben, aber das war nur ein kleiner Rest. Die anderen sind entweder tot oder wurden einfach jetzt, ich sag mal jetzt, verjagt und andere wurden einfach, ja, andere begaben sich einfach zum Zivilleben. Die versuchten irgendwo dann normales Leben zu führen. Also es ist wirklich traurig, was mit denen dann da passiert ist. An sich hat man sich vorgestellt, okay, die werden jetzt wie Helden begrüßt, aber nein, dann kam diese blöde Order und ja, aus Helden wurden schnell dann die Bösen. Aber ja, so ist die Realität. Du jetzt verdammt Felucianischer Häuptling.
begrenzte Energie. Sehr schön. Geh mal her damit. Ein weiterer Jedi-Holocron. Ja, warte, warte. So. Zehntausend Machtpunkte, okay. Das reicht, Jungs, oder? Wow, wo bin ich denn jetzt hier bitte schon gelandet? Registrieren starke Lebenszeichen voraus. Ich rate euch, achtsam zu sein. Ja, achtsam zu sein, ich sehe hier schon. Ein weiterer Rancor. Rancor meine ich. Rancor. Ja, das hört sich komisch an. Rancor spricht man das aus. Ach, du willst auch hier was? Der da hat seinen eigenen beworfen. Wow, das sind noch mehr von denen. Scheinbar bin ich in irgendeine Rancor-Hölle gelandet. Machttalentsphäre. Oh, es leckt bei mir ein bisschen. Oh, bitte stürz nicht ab. Bitte stürzt nicht ab, ich brauche das jetzt nicht. Nicht jetzt in diesem Zeitpunkt. Meine Fresse, die übertreiben aber hier, oder? Schon, stirb nicht, stirb nicht. Ernsthaft? Starke Lebenszeichen voraus. Ich rate euch, achtsam zu sein. Jetzt baue ich wieder mal hier Kacke, meine Güte. Thank you.
Langsam verstehe ich, warum Jabba the Hutt diese Rancor sehr liebt. Weil die können einem richtig auf den Nerv gehen, wenn man die bekämpft. Von 4. So, jetzt muss gleich noch der letzte kommen. So, jetzt bist du dran. Bonusziel erfüllt. So, jetzt ist Schluss mit lustig mit diesen Rancors. Langsam die Schnauze voll von denen. Sind noch mehr von denen. Ich habe hier schon die Rancors erledigt. Reicht das für die etwa nicht aus? Gesundheitsverzug, Aura. Ja, immerhin. Diese Felucianer kapieren einfach nicht, was? Wow. Okay. Das war schon ein kleiner Fail. So, ich locke die mal. Da ist sogar ein weiterer Jedi-Holocron. So, der Schamane ist weg. Jetzt seid ihr dran. Zehntausend Machtpunkte. Ein Baum, das Zungen hat. Oder Tentakeln, oder nennt es wie ihr wollt. Für mich sehen das auch wie Zungen aus.
einer. Eclipse an Starkiller. Ist das Ziel schon in Sicht? Sie ist nahe. Vaders Attentäter. Willkommen in der Ahnenschlucht. Seit Urzeiten ein Ort der Opferung. Bereit, dem Schicksal zu begegnen? Besiege Shaak Ti. Alles klar, jetzt geht's los. Der Duell gegen die Meisterin Shaak Ti. Ergib dich, Attentäter. Nein, ich werde mich nicht ergeben. So schnell geht es nicht. Sogar Schädel liegen da. Meine Güte. Wir sind zu stark für dich, Kind. Du kannst so oft Verstärkung rufen, wie du willst. Ich mach dich fertig, Shaak Ti. Wow, okay. Sie hat auf jeden Fall Erfahrung in der Macht. Och, doch nicht in die Sarlacc-Grube, verdammt nochmal. Jetzt fällt sie selber da rein. Uns nicht alle aufhalten, Sith. Ja, das werden wir sehen. Jedi. Oh, wow, wow. Meine Güte, jetzt nutzt sie sogar den Sarlacc zur Hilfe. Verdammt. Ja, das ging mal daneben. Aber ey, wie sagt man das noch gerne? Trial and Error. Die dunkle Seite wird dir an diesem Ort nicht helfen, Kind. Übung macht den Meister. Du kannst uns nicht alle aufhalten, Sith. Wir haben euch schon einmal aufgehalten. Was sag ich da? Einmal? Mehrere Male? Sogar während den Zeiten der alten Republik. Ja, das hast du jetzt nicht erwartet, oder? Ich bin viel stärker als du, Shaak Ti. Meine Freunde werden deiner Zerstörungslust ein Ende bereiten.
fällt sie wieder in die Sarlacc-Grube rein. Und du nennst dich ein Jedi? Du bist Vaders Sklave. Du verschwendest deine Kraft an ihm. Du könntest so viel mehr sein. Ihr überzeugt mich nicht, meinen Meister zu verraten. Armer Junge. Sith verraten sich immer gegenseitig. Aber das wirst du bald erfahren. Ob man es will oder nicht, aber da hat Shakti leider recht. Okay, ich habe 3 Holocrons verpasst. Ja. Aber dafür habe ich 4 Rancors getötet und Machtpunkte habe ich auch enorm gesammelt. Gut, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei dem neuen Part von Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Und wir werden da sehen, wie es dann mit unserer Story dann weitergehen wird. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird weitergehen.